Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Mamelukenreich, wollte ich sagen. Nein, mit dem Mogulreich. Oh Gott, keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Mamelucken komme. Mit dem Mogulreich. Wir befinden uns im Krieg gegen den Osmanen. Leider nicht unser Krieg. Der Mameluke hat den ausgerufen. Wir versuchen, okay, wir haben sie jetzt auch überholt. Wir versuchen mehr Prozente als der Mameluke zu bekommen, in der Hoffnung, dass er uns den ein oder andere Gebiet abtritt. Das wäre traumhaft schön. Leider, doch, ich kann sogar noch sagen, was ich haben möchte. Das ist natürlich gut. Machen wir es mal einfach nur so. In der Hoffnung, dass er mir hier was gibt. Und wir sagen, das hier oben wollen wir. In der Hoffnung, dass er uns irgendwas gibt, dass wir vielleicht auch die Grimm rauslassen könnten. Oh, hier gibt es die, in Käfe gibt es die Krim schon gar nicht mehr. Hier schon noch. Ist Käfe überhaupt die Krim oder wer hat denn hier gehalten? Genua? Weiß ich gar nicht. Egal, wir starten ins Spiel. Ihr seht, dass momentan viele Folgen Europa Universalis kommen. Ja, ich habe mich entschlossen, Europa Universalis momentan zu meinem Hauptspiel zu machen. Weil ich tatsächlich auch wegen der Zahlen ein bisschen ratlos bin. Also wegen der Abo-Zahlen, was ich momentan machen soll. Es geht, egal was ich mache, es geht alles nach unten, wird eh kaum geklickt. Also mache ich einfach das, worauf ich nach wie vor Bock habe. Und mir macht tatsächlich das Spielchen in Europa Universalis momentan richtig viel Spaß, und da habe ich geschlafen. Die hätte ich gleich rüberschicken müssen. Aber wir sind noch mit allen Truppen reingekommen, zum Glück. Wir sind noch mit allen Truppen reingekommen. Wir marschieren hier mal zur nächsten Festung nach unten. Schauen wir mal, wie lang der Krieg noch geht. Wir geben für auf jeden Fall Armee und Marine Tradition aus. Auf alle Fälle. So, wenn ich jetzt hier hinterhergekommen wäre, hätten wir vielleicht sogar wipen können. Können wir vielleicht immer noch. Nee. Vibe schaffen wir nicht. Aber ist okay. Naja. Also für das, wie stark wir eigentlich sein sollten gegenüber dem Osmanen, muss ich gestehen, sehe ich das gerade nicht so. So, Krieg, Frieden. Der Osmane tritt an Takia, Antep, an Mamelucken ab, tritt Kernprovinz Kirse hier, Hamid, an Karaman ab. Akunlu, Moldawien, wir haben gar nichts bekommen. Wir haben echt gar nichts bekommen. Scheiß Mamelucke. Scheiß Mamelucke. Mehr kann ich jetzt dazu echt nicht sagen. Na gut. Wir marschieren Richtung Vishanagar. Wir haben 1616 Dezember. Das dauert noch eine Zeit. Überleg, sollen wir schnell irgendwas Kleines hier irgendwo reinschmeißen? Auf Ü haben wir keine Ansprüche. Hier hätten wir einen Anspruch. Khmer Lan Ü Hispa. Hier haben wir einen Anspruch. Kale und Promo. Prome. Kale. Na. Weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Kale. Promo. Wäre eine Möglichkeit. Weil bis Dezember nächsten Jahres habe ich jetzt eigentlich keinen großen Bock zu warten. Oder schon? Fragezeichen. Nee. Habe ich eigentlich keinen Bock, tatsächlich zu warten. Wir nehmen hier mal 32.000 Mann. Hopp. Hopp.
Lass ihn hier mal noch rüberlaufen. Du gehst hier rüber. Du gehst. Okay, du bleibst da stehen. Und dann erklären wir dir einfach den Krieg. Kale und Brome. Kann ich beide nicht. Egal. Da rein. Das ist nicht Brome. Das hier unten war Brome. Nein. Okay. Egal. Ist egal. Sollte keine Rolle spielen. Sollte einfach keine Rolle spielen. So, wir können als letzte Mal hier in die Tech reingehen für 767 Punkte. Für noch ein bisschen mehr Innovation. Komm, machen wir jetzt einfach. Machen wir jetzt einfach. Müssen wir eigentlich unsere Schiffe mal upgraden? Nein. Aber wir könnten noch mal schnell nach Großprojekten suchen. Sollen wir hier in die 3 reingehen, ist die Frage. Bringt uns in Machtzuwachs von Beleidigung, bringt uns halt alles. Also Taj Mahal, weiß ich nicht, hier können wir nicht rein. Können wir nicht rein. Hier haben wir schon die 3. Da unten, das ist die Festung. Ja, Einheitenlimit, Flotten. Ja. Hier gehen wir auf jeden Fall rein. Hier gehen wir auf jeden Fall rein. Wir stecken gleich mal Kohle rein. So, dann haben wir hier hinten Lasse, haben wir noch was. Können wir nicht rein. Bagan-Tempel können wir auch nicht rein. Konstantinopel, was haben wir denn hier noch? Die Hagia Sophia, da gehen wir auch noch rein. Was hat uns die gebracht? Toleranz Heretiker, Toleranz wahrer Glaube. Immer gut. Immer gut. Haben es aber auch nicht eilig. Okay, so, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, da sind wir an Truppen vorbeigelaufen. Okay, komm, wir kommen nicht rein, ist egal. Einfach weiter. Nicht lang rummachen. Kale. Rome. Können ja hier mal so ein bisschen in die Richtung laufen. Vielleicht laufen sie ja zurück. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Irgendwo wird schon irgendwas sein. Wir sollen 50 Dukaten verlieren. Und der 3-2-General, nee, ganz ehrlich, den General braucht man nicht. Wenn es jetzt wirklich ein geiler General wäre, hätte ich gesagt, ja klar, mach mal. Aber den General garantiert nicht. Das ist Brome, was wir hier gerade vernichten. Das ist Brome. Du gehst schon mal hier runter. So, da erwischen wir die auch noch. Akunlu. Kale, keine Ahnung, wo dein Militär ist. Wir schauen einfach mal. Du lässt dich noch nicht. Wir können schon wieder Pietät nutzen. Schon wieder. Machen wir doch glatt einmal. Wieder ein Haufen Kohle für uns. Da rein. Was haben denn die Portugiesen und die Spanier hier gerade für einen Krieg laufen? Chicksaw, also Indianer. Auch Chicksaw. Warum wollen die jetzt einen Durchgang von mir haben? Gute Frage, nächste Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Drehen wir hier mal kurz um. Erwischen wir denn... Ne, die erwischen wir auch nicht. Die rennen weg von uns.
die rennen weg von uns. Ja, mir sind die Truppen jetzt eigentlich auch wirklich vollkommen egal gerade. Man sieht schon, ich will einfach nur möglichst schnell besetzen. Truppen runter, runter, runter. Das da hinten kümmern wir uns gleich. Mit denen hier machen wir das. So, du gehst mal schneller rüber. Dann ist hier auch gleich besetzt. So, Kale. Können wir? Ja, wir können. Gib mir noch deine 25. Gib mir noch deine 50. Nein, 40 sind's, okay. Zack. Dann Brome. Gib mir deine Stadt. Gib mir dein ganzes Geld. Auch 40 wahrscheinlich. 35. Mach mal. Und dann kommt gleich noch das hier. Auch runter. Da. Zwei Grundproduktionen in Satagoan oder so ähnlich. Das nehmen wir natürlich sehr gerne. Und Ayutthaya, Ming, Vishanagar, Osmane, alles ist dabei. Ist uns egal. Ist uns egal. Und wisst ihr was? Weiß so schön ist, bauen wir nochmal Truppen. So, Dezember ist gleich. Dezember ist gleich. Hallo, Vishanagar. Keine Verbündeten. Keine Verbündeten. Wir sagen trotz allem... sagen wir Rückeroberung oder sagen wir Eroberung? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil das sind so viele Kernprovinzen. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst... Wir machen Rückeroberung. Und zwar von Udaya irgendwas. Da. Bestätigen. Nee, du gehst mal hier hin. Du gehst mal dahin. Was ist denn die Hauptstadt von denen jetzt hat? Du gehst darüber. Du gehst da rein. Also wir haben nur Vishanagar als Gegner, sonst niemanden. Wie schaut denn das aus von den Flotten her? 15, 17, 1. Ja, okay, sind wir haushoch überlegen. Nehmen wir mal alles mit. Hier oben. Scheiße, habe ich da gerade was? Ich habe gerade gedacht, oh Gott. Ich habe gerade so gedacht, ich habe auf Einheiten vernichten geklickt. Was wäre es jetzt gewesen? Aber es geht ja zum Glück auf fremden Territorien gar nicht. Aber jetzt dachte ich schon kurzfristig, hä? So, erste Belagerung schon gefallen. Und wir können nochmal Innovation holen, und zwar in Militärtech. Für 716 Punkte machen wir auch. Militärtech gebe ich gerne mal aus. Wir werden auch direkt reingehen, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht direkt kämpfen müssen. Wahrscheinlich kommen jetzt irgendwo die Truppen von Vishanagar. Ja, hier kommen die 30.000.
Hier kommen sie. Wir fahren mal vorsichtshalber nur hier Truppen rüber. Nur so vorsichtshalber, ja, und jetzt renne ich rein als Angreifer. General drin, ja. Bin sogar Verteidiger. Ah, sie haben sich zurückgezogen. Glück gehabt, würde ich sagen. So. Ein General ist tot. Die Frage ist, was macht Vishanaka? Wo ist denn die Flotte? Hier, okay. Autonomie monatlich minus 0,5. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Zack. Rüber da. Moment. Du gehst mal kurz da runter. Du gehst noch hier rauf. Alles Ruhm sei mit uns. Diplomatische Reputation plus 1. Das ist doch schön. So, wir bewegen uns jetzt einfach mal hier rum. Drängen die zurück auf ihre am besten Insel. So, jetzt da rein in die 18.000. So, was haben wir denn hier? Diplomatische Beziehungen. Autonomie monatlich. Wir nehmen die Autonomie monatlich. Okay, sie haben den Nachschub geholt, aber Dekan kommt hier auch mit Nachschub. Ja, es war Dekan. Der Irak kommt auch noch rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt warten wir aber mal kurz ab. Oh, da hinten wurden sie gewiped. Oder sie werden gerade gewiped. Gehen noch mal kurz mit rein. Ich dachte, die gehen jetzt über die Insel rüber. Prestige 0,25 oder entwickelt dir um 1. Ja komm, wir nehmen das Prestige einfach mit. So, bin ich da jetzt nicht in dem Kampf mit drin? Ah, jetzt hat. Immer noch nicht gewiped. Wo gehen sie jetzt hin? Jetzt gehen sie die Insel wechseln. Wir haben einen Transporter erobert. Wir machen allerdings die Schiffe fertig. So, die nächsten Schiffe. Zack. Okay, Schiffe sind zerstört. Das heißt, jetzt gehen wir rüber. Wir gehen jetzt rüber. Und holen uns den letzten Rest hier. Ich gehe jetzt alle rüber. Leute. So, rein da unten. Rein da. Alle einfach nur rein da. Okay. Vibe schon passiert. Thema ist also durch. Und tschüss. Ja, wir hätten hier noch Vishanaka. Das könnten wir uns dann noch kurz holen.
Aber wir haben ja nur einen Transporter, fällt mir gerade ein. Ne, da warten wir noch ein bisschen. So. Alles erledigt, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt erstmal Kernprovinzen zurückgeben. Nein, bis auf eine geht. Nicht. Bis auf eine. Und das ist die hier. Na, die brauchen wir. Bis auf die eine hier. Forderung senden. Ich habe jetzt noch kurz überlegt, ob wir irgendwas wegen dem Teil hier oben, dem Teil machen wollen und der Insel machen wollen. Aber nein, alles zurückgeben ist in Ordnung. Wann haben wir denn den nächsten Krieg? 33, das dauert noch. 15 Jahre. Gut. Dann ist die nächste Frage, wohin jetzt? Dänemark, Herzegowina, Biapas, Akunlu, Mameluke. Blaue Horde, Karaman, Biapas. Wir könnten jetzt hier ein bisschen rumschlägern und die blaue Horde dadurch auflösen. Wir kriegen aber dadurch nicht. Ich hätte ja gern die Krim eigentlich hier als Vasallen, die ich gerne füttern würde. Ich hätte gerne Akunlu und Biapas mal weg. Aber wir machen halt hier einen neuen aggressiven Expansionsding auf. Oder wir machen halt einfach hier hinten weiter. Und ich glaube, da bin ich auch dafür. Alle Truppen darüber. Alle Truppen darüber. Mit wem bist du? Kam und Mongyang. Das ist hier Mongyang. Langsang und Ü. Ja, die werden wir als erstes wegmachen. Die werden wir als erstes wegmachen. Dann haben wir das hier weg und Lan-Na weg. Und wir können uns dann sogar auf Ayutthaya zum Beispiel stürzen. Ja, machen wir. Nächste General ist tot. Und wir kriegen hier, wir kommen in die nächste Tech rein. Das ist richtig schön. Was hatten wir denn jetzt eigentlich? Religiös war das letzte. Wir haben Admin, Diplo, Offensiv, Religiös. Heißt, wir könnten jetzt entweder auf humanistisch gehen. Uns dann doch noch Einfluss holen, weil ich ja jetzt momentan doch mit relativ viel Einfluss spiele. Die Frage ist, möchte ich humanistisch trotz religiös noch zusätzlich nehmen? Weil unsere Toleranz ist, glaube ich, eh schon relativ hoch. Na, geht. Geht. Aber man kann das bei einer Welteroberung ja fast gar nicht verhindern, dass so viele, deswegen, gerade bei einer Welteroberung, glaube ich, ist die Mischung aus religiösen und humanistisch eigentlich relativ cool. Vor allem halt auch wegen der Unruhe. Religiöse Einheit zum Beispiel, Hammer. Ich glaube, ich würde dann jetzt gerne erstmal die Einflussideen mitnehmen. Jetzt haben wir es ja also doch. Jetzt haben wir es ja also doch.
war ja am Anfang ein bisschen anders geplant. So, Mojang und Lanan oder wie das heißt. Jetzt schauen wir mal hier mal 63.000 Truppen, das gefällt mir so nicht. Die trennen wir einfach nur mal kurz. Stellen die alle mal kurz irgendwo hin. Du, dich brauchen wir gleich im Krieg. Du stehst da auch gut. Du stehst nicht gut. Da eins nach oben. Du stehst gut. 5.600. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rüber. So. Wir werden da auch nochmal reingehen. So. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für den nächsten Krieg, Mongyang. Ü mit rein, dann wäre Kam noch dabei. What the fuck ist Kam? Hier oben. Aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Langsang, Arkan und Pegu. Oh, das können wir machen. Das machen wir. Dann haben wir die hier auch noch mit drinnen. Es wird wieder viel aggressive Expansion. Aber ist uns egal. Ist uns egal. Wir hätten gern, dass unser König stirbt. Haben wir auch einen General zu viel, glaube ich. Ja, egal. Können wir uns leisten, können wir uns leisten. Sind meine Schiffe eigentlich hier? Die repariert? Nein, okay. Schiffe lassen wir erstmal kurz reparieren. Die Schiffe werden erstmal repariert. So, hier kurz mal abspalten. Gehen wir schnell hier rüber. Du bleibst stehen, Söldnertrupp. Den anderen Trupp hätte ich gerne. Du gehst dahin. Langsang nicht. Ah, wer ist denn Langsang jetzt hat? Da drüben. Ach, das ist nur eine. Oh Gott. Okay, also lauter so kleine Nationen. Können wir ja froh sein, dass wir hier Pegu und Arkan noch mit reingerufen haben. Sehr lächerlich hier gerade. Aber okay. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Da kann man es hinstellen. Zieh die Truppen quasi schon mal raus. Mongyang hat uns beleidigt. Unglaublich. Unglaublich. So. Ja. Dann gehen wir hier oben rein, in der Hoffnung, dass wir auch wirklich welche erwischen. Aber ja, bewegen sich gar nicht weg anscheinend. Bewegen sich gar nicht weg. Zumindest die 10.000 hier wipe mal. So, dann hat noch keiner Bock rauszugehen aus dem Krieg. Oh, nee, rumlaufen will ich jetzt nicht. Bleib du mal da.
Wo tun wir denn die 42.000 hin? Hier hin. Und du gehst einfach mal hier hoch und schaust mal, ob wir doch noch irgendwo was erwischen. So, war ich nicht ganz unten? Keine Ahnung. So, dann schauen wir mal. Wir hätten gerne dich komplett. Du willst aber noch nicht. Ü möchte noch nicht. Dann hätten wir gerne Lang Xang. Du willst auch noch nicht. Arakan. Dich hätte ich auch gerne komplett. Du willst auch nicht. Irgendwie will hier gar keiner, habe ich das Gefühl. Pegu. Dich kann ich nicht mal. Was? Weißt was, Pegu? Pegu, du darfst einfach so raus. Gib mir dein Garten. Ach komm. Nee, komm. Einfach nur weißer Friede, geh raus, kurzer Friedensvertrag, ist mir egal. So. Der erste ist raus. So, jetzt Ü, komm. Noch nicht ganz? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. So, jetzt hat. Und tschüss. Wir kriegen genügend aggressive Expansion, deswegen habe ich jetzt halt Pegu hier unten einfach Pegu sein lassen. Scheiß auf Pegu. Dann haben wir Lang Xang. Will noch nicht. Da erwischen wir jetzt die 2000 Truppen. Wenn wir die haben, hinfort mit dir. Ah, das ist Pegu. So, das war jetzt Lang Xang. Dann willkommen Lang Xang. Ja, jetzt bräuchte man noch die anderen. Einmal Arkan. Wo sind denn deine Truppen? Wo sind denn überhaupt noch Truppen hier? Haben sich alle irgendwo verzogen? Geh mal darüber dabei. Haben sich alle ein bisschen verzogen. Baukosten, Unruhe, Unruhe. Das hört sich doch richtig gut an. So, Arakan. Jetzt hat. Gib mir dein Zeug. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Mongyang. So, alles meins. Sehr gut, sehr gut. Wir haben neue Quest. Jetzt würden wir auf Öffnet China gehen. Oder wir haben ja noch Feldzug gegen Unterburma. Ah, das ist Pegu. Ja gut, dass wir die in weißen Frieden rausgelassen haben. Heißt 24. Und auf dich haben wir noch nichts, gell? Auf dich haben wir noch nichts. Also wir könnten auf dich losgehen. Mit Heiliger Krieg. Könnten wir aber auch hier machen. Bisschen stärker, dafür mehr mit drinnen. Muang Fuang, Dai Wit, Mong Mao. Was ist Mong Mao hier? Das, das, Dai Wit. Wann haben wir denn wieder Möglichkeiten gegen die Ming zu ziehen? 23 in 4 Jahren. Schaffen wir in 4 Jahren
Ayutthaya ist die Frage. Aber wenn wir nicht Ayutthaya machen, was machen wir dann? Kam. Dann haben wir die Ming mit drinnen. Wir schnappen uns Kam, Mong Mao. Mong Mao war... Gerade eben habe ich es doch gehabt. Das da hier. Und wir stürzen uns auf die Ming. Was halten wir denn davon? Eigentlich relativ viel. Eigentlich würde ich davon richtig viel halten. Du gehst mal kurz da rein mit irgendeinem Anführer. Ja, mach mal. Mach mal. Hier unten haben wir noch ein paar Leute, Loyalisten. Schick mal gleich runter. Weil wenn wir die Ming wieder rausnehmen, haben wir wieder einen Powerblock weniger. Sind wir wieder bei dem Thema Friedensvertrag. Also vom Truppenlimit her sind wir eh ganz vorne. What the fuck? Bin ich blind? Ah! Da war ein A drinnen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Österreich? Wo ist denn Österreich? Also so weit vorne sind wir nicht einmal. Die haben vor allen Dingen fast so viele Truppen wie wir. Okay. Oh, guckt mal, Dekan. Oh. Und absolut loyal. Irak ist nicht so loyal, wie wir gerne hätten. Vielleicht muss ich einen Irak doch mal einnehmen. Vielleicht muss ich in Irak doch mal ein bisschen einnehmen. Mal überlegen. So, okay. Erstmal, oh, wir sind bei 38 Minuten. Leute, das war's mal wieder für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.